Da sind wir wieder. Wir haben den netten Mann freundlicherweise abgewürgt. Ja, eben wegen der Zeit, schätze ich mal. Also dann los. Mitten an der Rückeroberung der Station. Das ist der Chef von Hyperion? Ist er wirklich so ein Barsch, Arsch, wie ich höre? Wer zum Teufel spricht da? Das ist der 10-jährige Junge, den wir engagiert haben. Sie sind gefeuert, John. Aber was? So, Kinders, nur noch diese eine Folge heute bei der Session, weil mehr halte ich nicht mehr aus. Ich werde so aggressiv. Das liegt nicht am Shooten, Killerspiele machen nicht aggressiv, sondern es ist einfach sehr nervenaufreibend für mich gerade. Ich bin immer noch die Ruhe selbst, nur jetzt gerade. Ich werde auch zu keinem Psycho, der irgendwie Massenmorde machen will, weil ich ein Killerspiel spiele. Leute, reißt euch mal zusammen. Das war unüberlegt. Was soll das? Er ist doch tot. Ja. Ja. Schön. Nee, ich will an. So. War trotzdem nichts drin. Nichts Brauchbares. Oh. Mit Geschützen habe ich Probleme, denn ich habe nichts gegen sie. Gegen die ist eigentlich Säure ganz gut. Aber die habe ich nicht. Und das einzige Genaue, was ich habe, ist der Laser und der ist überhaupt nicht gegen. Ich habe zudem eine Nahkampfsubroutine. Oh Gott, nein, ich wurde runtergeschubst. Was soll ich denn hier noch machen? Kann doch keinen sehen. Ach je, ich krieg immer die tollsten Subroutinen zu den tollsten Zeiten. Nahkampfsubroutine. Warum habe ich das geskillt? Naja. Wo schneit's in der Schweiz? Da, ja. In Spanien, da regnet's Kastanien. Und es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ihr seid doch bekloppt von da aus mit einer Shotgun. Guck mal, kann ich auch. So, bleiben wir mal hier in Deckung. Was? Hey! Och, wieso? Hey! Komm, mach auf, mach auf, mach auf! Mach schon auf! Danke. Muss man denn hier immer erst laut werden? Nichts Gutes gefunden? Meine Waffen. Habt ihr auch Tee? So, die Geschütze können nicht nachkommen, das ist gut, denn sie haben keine Nachkommen. Die uns nachkommen. So, hat irgendwer einen. Ich glaube, die laufen alle ohne Schild rum. Das ist ganz gut. War ein bisschen schade, dass die Shotgun nicht zum Einsatz kommt, aber man will ja nicht meckern. Ich kann nicht mal durch Glas mit dem Laser. Das ist doch lächerlich. Ich frag mich auch, warum das geklappt hat. Ah! Bip.
Was ist das für eine Subroutine? SMG oder ist das vielleicht die Laser-Subroutine? Kann das sein, dass das Schicksal mit uns ist? Ein Mondstein! So, meine lieben Freunde. Jetzt müssten wir ja eigentlich in der... Ey! In der Drakensburg drin sein, die eigentlich keine Burg ist, sondern ein Schiff anscheinend. Da ich meinem Zorn gerade den Weg versperrt habe, wirst du stattdessen den Zorn meiner Männer spüren. Meine Freundin und ich werden uns das gemütlich von der Kapitänsunterkunft aus ansehen, nicht wahr, mein Schnuckelputz? Ja. Wir haben das doch besprochen, Liebes. Du sollst mich mit Baby oder mein Liebster anreden, besonders vor anderen. Natürlich, ja. Mein lieber Booty. Mein lieber Booty. Meine Fresse. Ist das wahr? Das ist wahr. Was soll ich denn gegen den machen? Also, mein lieber Scholli. Das wird eng. Nö, doch nicht. Hallo, tut mir leid, das alles. Hör zu, ich bin nicht wirklich mit Captain Oberarsch hier zusammen. Ja, zum ja. Weiß, öffne ich dir die Tür. Was ist das denn? Wenn das Kraftfeld fallen soll, musst du in den Maschinenraum. Na gut, Lady. Aber ich beobachte dich. Wieso hilft die... Hör zu, natürlich, bring einmal eine Frau mit ins Schiff. Und zwingt mich hinzu. Und schon öffnet sie dem Gegner die Tür. Aber jetzt bist du ja da und du siehst aus wie ein typischer Retter. Ich bin ein Roboter. Jäger, also mehr so der typische Arschtreter. Richtig, genau das bin ich. Das kommt für mich aufs selbe raus. Bedauere, ich suche hier nur Militär-KI. Perfekt. Ich weiß genau, wo du 1A Militär-KI herkriegst. Komm zu mir. Ich muss dir erst zeigen, wie du die Barriere des Bootsmanns runterfährst. Ich schätze, sie hat was vor. Gut, ich werde versuchen, dir unterwegs zu helfen. Aber der Bootsmann darf nicht merken, dass wir zusammenarbeiten. Also, schon mal vorab, sorry wie, für alles, wieso? Was ich tun muss. Das ich ist melde so mich, wenn du im Maschinenraum typisch. Bist. Ah. So hinterhältig. Ich habe irgendwie Mitleid mit dem Bootsmann. Und no. Munition. Nö, voll. Vorsicht, null Umgebungsatmosphäre. Ja, ist ja gut. Ich brauche ja eh keine Luft. Sally, bring mir mal meine Kinder aus. Was? Ich fühle mich voll entwelt. Komisch. Sorry, aber ich muss den Maschinenraum für den Bootsmann verteidigen. Und diese Dahl-Sams sind tough. Du willst uns doch nur verarschen. Das ist ein Doppel- und Dreifach-Agent. Boom. Hat nichts gebracht, okay. Aua! Lass mich doch erstmal sehen, wie der kaputt geht. Nee, renn jetzt nicht weg, mein Freund. Nicht mit mir. Das ist so typisch. Kaum liegt man auf dem Boden, rennen sie weg. Trauen sich nicht mal nachzutreten. Jetzt muss ich nachladen. Auch typisch. Eine Frau und die hörte sich an wie eine Frau. Das tut mir leid, Ma'am. Aber wie komme ich jetzt nach oben? Ah, vielleicht da über den Berg.
quasi ein bisschen. So. Sprungpad. Und och nö. So, jetzt kann ich dir aber auch nahe kommen, mein Freund. Ha! Ich hab doch gesagt, sie sind tough. Wieso? Lief doch. Bisher lief alles super. Ich wurde nur fast ermordet. Aber sonst gut. Oh, sieh dir das an! Hallöchen, glänzender Konverter! Schön, dass wir uns hier treffen. Was? Konverter? Das gehört dir nicht. Was? Halt ihn auf, meine flauschige Koala-Niedin! Diese typische Ratte! Zertritt ihn! Verbrenn ihn! Nur die Ruhe, Liebster. Ich tue, was ich kann. Flauschige Koala-Niedin? Das macht Spaß. Ist so hinterhältig. Der würde ich jetzt alles zutrauen. So, das... Och. Das habt ihr wieder sehr geschickt gemacht. Aber sie sind nicht weggerannt. Das haben sie sehr geschickt gemacht. Sie haben mich einfach wegkatapultiert, dass irgendwas vor mir ist, dass ich die nicht treffen kann. Das war nicht feige, das war clever. Das ist ein Unterschied. Warum bin ich so langsam? Ich habe das Gefühl, ich bin langsamer als sonst. Irgendwas ist hier los. Ist ja echt ätzend hier, was? Warum bin ich so langsam? Bin ich... Hat das vielleicht irgendwas mit meinem Inventar zu tun? Dass da ein bisschen viel drin ist. So. Nö. Immer noch. Wow. Vielleicht liegt es an der Atmosphäre? Nö, ich hau nicht. Vielleicht ist das irgendein Bug und ich muss... Ah! Muss erst getötet werden. Ja, ja. Aber nein, ich werde um mein Leben kämpfen. Bis zum Ende. Wenn das heißt, dass wir ein bisschen langsamer sind. Huh. Wir müssen leise sein. Los, Tanz! Dün, dün, dün. Ey! Mann. Habe ich echt eine an der Birne oder sind wir wirklich langsam geworden? Ich meine, das hier ist schon Rennen. Und das ist echt... lahm. So, Kollege. So, Proteine Schrotflinten. Das passt gut. Jetzt muss ich... So. Muss ich erstmal nah an euch rankommen. So, auch zum richtigen Zeitpunkt. Das ist gut. Eine Gummiente! Wie cool! Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt sind wir schnell. Ja! Hurra! Ich weiß nicht, was es war. Und ich glaube, wir hatten da hinten einen Mondstein vergessen, aber egal. Wir sind wieder schnell, das ist gut. Hey Kleiner, sicher, dass es hier Gefechts-KI gibt? Die
Diese Piratensäcke hören sich an, als hätten sie nicht alle Eier in der Pfanne. Kapiert, Säcke? Eier? Es heißt, bevor der Bootsmann zu einem Wilden wurde, war er ein begnadeter KI-Techniker. Möchte man gar nicht glauben, jetzt wo er so verrückt ist. Aber was kümmert's dich? Wurdest du nicht gefeuert? Wenn ich mit einer Armee von Badass-Robotern auf der Helios einmarschiere, werde ich so schnell geunfeuert, dass Tessitas sein Pädoschnurrbart aus der Visage fliegt. Bring mir meinen KI-Kram. Sein Pädoschnurrbart, Okay. Na, aber das sind ja Sprüche hier. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Beehre mich bald wieder. Ich bin sicher, dass wir das schon... Ja. Wir können das Kraftfeld abschalten, das den Weg zu... Nun, zu mir versperrt, indem wir den Hauptenergiekern im Maschinenraum rausnehmen. Das wird die Hauptsysteme der Drakensburg durcheinander bringen. Ich sage dir heimlich, was zu tun ist und aktualisiere gegebenenfalls dein Echo. Aber der Bootsmann wird haufenweise Männer auf dich hetzen. Der Bootsmann. Leider sieht meine Programmierung keine passende Macho-Antwort auf deine Aussage vor. Oh. Geh zuerst zum Steuerpult für die Triebwerke und stell die Maschinen auf maximalen Schub. Ja, wie komme ich denn... Ah. Huh? Hallo! Hey! Sehen alle Menschen eben so aus? Das muss mir getan haben! Es lauft nicht weg! Warte noch, bis ich nachgeladen habe. Okay. Mach mal kurz hier. Was geht da unten vor? Ich hab Knöpfe gedrückt. Alles unter Kontrolle. Sehr gut, Kleiner. Findest du einen Weg zum Flussregler? Falls du weißt, was das ist. Nein. Klar weiß ich das. Kleinen Moment. Ja, los, Minitrap. Oh Gott. Nachladen. Haben wir keine Zeit für. Jetzt wird erstmal geballert. Ha! Und das kommt davon, wenn man zu viel ballert. Jede Nachladen. So, neue. Ja, nimm doch, das ist doch. Ist das nicht Schrotflintenmunition? Nee, anscheinend nicht. Hit me, baby! Nach oben. Huh? Na, Und ich hab mal wieder keine Ahnung, wie lange diese Folge dauert. Wir haben uns hier ein bisschen auf der Drakensburg angeguckt, deshalb denke ich, können wir hier erstmal einiges kaputt machen. Verdammt, was machst du mit meinem Schiff, Kammerjäger? Und warum hast du ihn nicht erledigt, meine Süße? Gut so, das war's. Jetzt musst du nur noch den Energiestabilisator freilegen. Ich verstehe das nicht, Liebling. Sehr gut gespielt. Und, ich denke, wir werden hier den Stabilisator noch öffnen. Und dann werde ich die Folge auch beenden, weil ich keine Ahnung habe, ob ich in der Zeit bin, ob ich drüber bin. Ich glaube eher, dass es gerade noch richtig ist. Weil wirklich lang kommt es mir gerade nicht vor. Aber, Och, du musst sein. Ey, du Pisser. Und ich könnte gleich schon wieder kotzen, weil ich hier nachladen muss. Na? Nee? Nachladen. Oh. Wär's nicht mit dem Nachladen gewesen, hätte ich ihn noch gekriegt. So. Jetzt will ich aber auch Rache. Hier leuchtet alles schon rot. Genauso ist jetzt mein Gemütszustand. Subroutine Laser. Umso besser.
Ach, war doch richtig. Muss ja erstmal das Schild weg. Ey! Der Schild weg. So, und jetzt kommt die Subroutinen-Doppel-Action. Wieso denn? Ja, wieso das denn? Ach, ich versteh's nicht. Ich bin am Verzweifeln. Vielleicht brauche ich einen Todescounter. Das könnte schon Tod 48 sein oder so. Oh, hier sind ja noch mehr. Ich dachte, ich hätte alle besiegt. So, erstmal gucken, wie komme ich nach oben. Da ist eine Leiter. Eine Treppe. Oder ein Sprungpad. Ich nehme das Sprungpad. Weil ich keine Treppen steigen kann. Och, Geschütze. Da muss ich... Nee, schaffe ich nicht. Muss ich extra für dahin. Weil... Schrotflinte. Keine Reichweite. So. Ich meine, sehr schön. Finger weg, du Kammerwerfensäge! Schieß drauf, dann ist es gleich geschafft. Wie schieß drauf? Wie soll ich denn... Wie soll ich das denn treffen? Ist irgendwie oben? Ja? Jo. Oh nein! Die Tentakel des Schiffs auf kritischem Niveau, ihr Würmer! Wenn Aua. Du das machst, ziehe ich dir das Gehirn zu den Ohren raus und tanze auf deinem Schädel mit Schuhen aus Säure! Und Schuhe wie willst auf Säure? Du diese Schuhe ankriegen? Ehrlich, du stößt Drohungen aus, ohne nachzudenken. Gut, starte die Triebwerkauswurfsequenz. Nein, ich werde hier die Aufnahme beenden, denn... Ich bin ganz schön aggressiv und das ist nicht gut für meinen Gemütszustand. Deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge von Borderlands The Pre-Sequel. Bis dann.